Wir sind zu einem Schuppenbrand gerufen worden und beim Eintreffen war bereits das Feuer auf das Wohnhaus übergegriffen. Ja, der Schuppen war im Vollbrand und der Dachüberstand vom Wohnhaus brannte mittlerweile auch schon im Beginn. Somit haben wir einen sofortigen Löschangriff vorgenommen von innen und außen, um das Feuer vom Wohnhaus fernzuhalten. Ja, weil es hieß, dass es als erstes nur der Schuppen brennt und wie wir um die Ecke kamen und das Feuer mittlerweile mehrere Meter hochschlug, wurde sofort nachalarmiert. Durch das schnelle Eingreifen von innen und außen haben wir das Feuer sofort zurückschlagen können und somit ist das glimpflich ausgegangen. Die Bewohner waren alle noch wach und konnten somit vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen und sind somit alle unbeschädigt, unbeschadet und verletzt aus dem Gebäude rausgekommen und konnten sich in Sicherheit bringen.